Weihnachten im Schuhkarton 2019 in Schweinfurt. Oberbürgermeister Sebastian Remele mit seiner Frau Monika übergab einen Schuhkarton, ein Päckchen an Weihnachten im Schuhkarton an den Sammelstellenleiter Wolfgang Schnepf. Hier unseren Beitrag leisten können zum Weihnachten im Schuhkarton. Das ist ja eine schöne Tradition geworden, die wir jetzt im 10. Jahr bereits begehen können. Es ist eine Hilfe, die nicht nur von Herzen kommt, sondern auch unmittelbar Kinder in Not oder in einer sozial schwierigen Situation in Europa oder auch in Teilen dieser Welt erreicht. Und ich bedanke mich natürlich insbesondere bei den Eheleuten Schnepp für dieses tolle Engagement. Denn da gehört nicht nur Herzblut dazu, sondern auch viel, viel echte körperliche Arbeit. Und wir möchten natürlich mit unserem Beitrag dazu auch aufrufen, dass sich möglichst viele Bürger hier beteiligen, um Weihnachten wirklich etwas Gutes zu tun. Ja, wo geht's hin? Erfahren wir ein bisschen mehr von Ihnen? Ja, es geht eigentlich wie jedes Jahr auch mehr in die richtige Richtung Osten, osteuropäische Länder, bis nach, sagen wir, Moldawien und so weiter. Und wie jedes Jahr wird auch dann die Rechenschaftsberichte, also die Organisation, sehr transparent. Die werden dann im Januar wieder einen Rechenschaftsbericht verteilen und dann wissen wir definitiv, wo die Päckchen abgegeben wurden. Aber es kann mit Sicherheit, also kann man sagen, die Päckchen kommen gut an bei den Kindern und darüber, ich denke mal, das ist die beste Freude. Kommen nicht nur an, sondern kommen auch gut an. Die kommen sehr gut an, ja. Wo kann man sie überall abgeben? Ja, abgeben kann man sie natürlich auch im Bereich Schweinfurt, hier im Bürgermeisteramt, muss ich sagen, und man kann sie auch in der EC-Center abgeben und Radio Primadon ist, glaube ich, noch dabei. Radio Schuhbücke ist dabei. Ja. Und im Internet kann man recherchieren. Da gibt es sicherlich noch die eine oder andere Annahmestelle. Dann öffne ich mal das Paket. Also ich habe ein bisschen eine kleine Decke und ein Kuscheltier. Erst einmal so für den ersten Eindruck, dann ein bisschen Spielzeug und ein bisschen Kosmetikartikel, eine warme Mütze, ein paar Buntstifte, gepackt so eine Mischung aus ein paar warme Strumpfhosen, noch ein schönes Spiel, denke ich, was auch egal in welcher Sprache gespielt werden kann, noch ein bisschen Süßigkeiten und kleine Dinge zum Spielen noch, sodass es eine schöne Mischung ist, denke ich, aus nützlichen Gegenständen und etwas zum Spielen und eben was einfach Freude macht, was Kinder gerne auspacken und gebrauchen können. Dann übernehmen wir das mal den Eheleuten zu treuen Händen. Vielen Dank. Ja, schön. Ja, gut. Vielen Dank, dass Sie dieses Jahr wieder dabei sind. Sehr gerne.